Ich habe ein PowerPoint erstellt mit vielen Bildern darin und möchte nun diese PowerPoint-Datei jemandem mailen. Das geht aber leider nicht, denn die Datei ist viel zu groß. Ja, klar, ein Bild hat ja, ich sage mal, etwa 20 Megabyte. Und wenn ich hier 10 Bilder einfüge in diese Show, dann ist das ganze Ding eben viel zu groß. Ich schaue mal nach, wie groß das überhaupt ist. Im Moment ist die Datei 47 Megabyte groß. Das ist natürlich viel zu viel für eine Mail. Eine Mail kann ca. 10 Megabyte ertragen, aber nicht 47. Was ist zu tun? Zum Beispiel, ich könnte diese Datei auf Dropbox legen und über Dropbox tauschen oder über WeTransfer. Oder ich könnte in Office 365 die Datei freigeben und mit jemandem zusammenarbeiten. Oder ganz einfach, komprimieren Sie die Bilder. Gehen Sie wie folgt vor. Wenn Sie die ganze Show erstellt haben, erst dann, ich würde das also erst am Ende machen, machen Sie einen Doppelklick auf ein Bild. Dann erscheint hier oben eine weitere Werkzeugkiste, Bildformat. Gehen Sie zur Gruppe Anpassen, hier zum Werkzeug. Okay, bei Ihnen ist es vermutlich ein bisschen größer dargestellt. Bilder komprimieren. Und jetzt werden Sie gefragt, wollen Sie nur dieses Bild gerade komprimieren? Nein, also nehmen Sie den Haken raus. Alle Bilder will ich komprimieren. Und hier bei der Auswahl der Auflösung wählen Sie am besten 96 ppi, also Punkte pro Inch. Denn genauso ist die Auflösung der meisten Beamer. Okay, Achtung. Ich sehe nichts, ich merke nichts. Ist denn jetzt überhaupt etwas geschehen? Ja, sehr wohl. Das Bild hier hat nun Bildschirmauflösung erhalten und der ganze Ballast dahinter, also diese 20 Megabyte, wurden entfernt. Und wenn ich nun diese Datei speichere und wieder nachsehe, wie groß denn jetzt die Datei geworden ist oder wie klein, dann ist das wirklich beachtlich. Also ich gehe zum Windows Explorer und ich staune nicht schlecht, die Datei ist jetzt noch knappe 6 Megabyte klein. Und das kann ich sehr wohl mailen und kann so mit jemandem prima zusammenarbeiten. Übrigens, dasselbe gilt natürlich für Word auch. Wenn Sie eine lange Datei haben und darin viele Bilder eingefügt haben, dann machen Sie unbedingt am Schluss einen Doppelklick auf ein Bild. Auch hier erscheint wieder Bildformat. Auch hier wieder unter Anpassen, Bilder komprimieren. Und auch hier wieder den Haken raus und 96 Punkt pro Inch Auflösung. Okay, und jetzt ist die Datei nachher wirklich, ich sage mal, etwa 5 Megabyte klein und nicht mehr 50, die Sie gar nicht mehr mailen können. Das war's.